Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen VTLand Video. Die Fans der Serie Defiance haben es sicherlich schon mitbekommen, die zweite Staffel hat angefangen. Und was ich bisher nicht wusste, zwischen der ersten und der zweiten gibt es 5 Mini-Episoden. Die nennen sich The Lost Ones und sind zu finden auf der Sci-Fi Defiance-Seite in den USA. Da müsst ihr dann einen Proxy anschmeißen, um es zu gucken. Aus Deutschland mal wieder nicht guckbar. Naja, was soll's. Ich wusste nicht, dass es diese 5 Mini-Episoden gibt und habe jetzt natürlich schon die ersten 2 Episoden der zweiten Staffel von Defiance geguckt. Muss ich jetzt in Panik geraten? Nein, 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 nein. Denn so dramatisch ist das hier alles nicht. Natürlich spielen diese 5 Mini-Episoden zwischen dem Ende der ersten Staffel und dem Beginn der zweiten Staffel. Aber im Großen und Ganzen geht es nur um 2 Sachen, um Nolan und seine Adoptivtochter. Und das spielen 2 Zeitebenen. Einmal von früher, da wo er sie gerade gerettet hat. Wir wissen noch alle bei diesem Ritual, wie er da als Soldat gekommen ist und sie dann aufnimmt. Und da sind so ein paar Ausschnitte, wie die beiden sich halt kennenlernen. Und der zweite Strang ist dann das Hier und Jetzt nach dem Ende der ersten Staffel, wie Nolan sich jetzt auf die Suche nach ihr macht und sie versucht zu finden. Diese 5 Episoden sind jeweils 5 Minuten nur lang. Also ihr kriegt hier 20, 25 Minuten kurze, knackige Unterhaltung. Nichts wirklich Dramatisches, aber es hilft natürlich ein bisschen Nolan und Isha da ein bisschen näher kennenzulernen. Das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und fröhliches Gucken. Tschüss!